In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Bewerber effizient in Personio verwalten. Lernen Sie Charlotte kennen, eine personalverantwortliche Mitarbeiterin, die sich um die Rekrutierungsaktivitäten in ihrem Team kümmert. Vor kurzem wurde in ihrem Unternehmen eine Stelle frei und sie freut sich über die vielen Bewerbungen. Beim Durchsehen der Bewerbungen stellt sie fest, dass ein Bewerber, der die Anforderungen erfüllt, schon zu lange in der Rekrutierungsphase ist. Charlotte beschließt, schnellstmöglich über die smarte Interviewplanung ein Vorstellungsgespräch mit Ben zu vereinbaren. Sie lädt Joan und Petra zu dem Vorstellungsgespräch ein, da Ben, sollte er den Job bekommen, voraussichtlich in ihrem Team sein würde. In Personio können Sie einzelne Mitarbeiter in den Recruiting-Prozess einbinden. Diese Recruiting-Rollen können in den Account-Einstellungen konfiguriert werden. Damit Joan und Petra angemessen Feedback geben können, weist Charlotte ihnen die Rekrutierungsrolle des Interviewers zu. Mit dieser Rolle können Sie das Profil des Bewerbers sehen, sensible Daten bleiben jedoch verborgen. Dann klickt Charlotte auf Link zur Terminvereinbarung erstellen, um Ben mehrere Termine anzubieten, aus denen er wählen kann, und fügt die Interviewdauer sowie etwas Pufferzeit vor und nach dem Interview hinzu. Da Ben sich derzeit in einem anderen Land aufhält, wählt Charlotte Google Meet als Interviewmethode. Um eine angemessene Beurteilung des Interviews sicherzustellen, entscheidet Charlotte, dass Joan nach dem Interview das Bewertungsformular für persönliche Interviews ausfüllen soll. Dann sendet sie Ben den Link zur Terminvereinbarung per E-Mail. Sie benutzt dafür eine Vorlage, in deren Text sie den Link einfügt. Der Status für das Interview wird auf Scheduling-Link gesendet gesetzt. Wenn Ben auf den Link in der E-Mail klickt, kann er auswählen, wann er verfügbar ist. Sobald die Terminauswahl erfolgt ist, wird eine Bestätigungs-E-Mail an alle Teilnehmer gesendet und der Status des Interviews erscheint als geplant. Für das Interview ist nun ein Termin festgesetzt. Das Interview mit Ben läuft super. Joan füllt den Evaluationsbogen mit ihren Kommentaren aus. Charlotte sieht sich die Zusammenfassung von Bens Evaluation an, um eine aggregierte Übersicht zu erhalten. Sie klickt auf Joans Evaluation, um diese zu erweitern und die Übersicht und das Rating sowie eine Zusammenfassung zu sehen. Bens Interview war großartig. Charlotte bereitet nun ein Angebot vor. Das Angebot kann sie mit oder ohne Vertrag senden. Sie gibt die relevanten Informationen wie Anstelldatum und Gehalt ein. Oder ein Dokument mit elektronischer Unterschrift senden, sofern das Unternehmen diese Funktion aktiviert hat. Bens Angebot ist nun fertig. Nachdem das Angebot erstellt wurde, wird die Entscheidungsübersicht angezeigt. Hier sehen Sie unter Angebot-Details anzeigen, ausblenden, die Einzelheiten des Angebots und können die erstellten PDF-Dokumente ansehen oder herunterladen. Solange sich das Angebot in der Phase erstellt befindet, können Sie es bearbeiten. Lehnt Ben das Angebot ab,
kann Charlotte per Klick den Status auf Angebot abgelehnt ändern. Da Ben das Angebot akzeptiert hat, klickt sie auf Angebot akzeptiert. Ben gilt jetzt als eingestellt und die Stelle kann archiviert und geschlossen werden. Ein neues Mitarbeiterprofil mit dem Status Onboarding wird automatisch erstellt und mit wesentlichen Attributen wie Vorname, Nachname und Position schon vorausgefüllt. Charlotte kann manuell weitere Attribute wie Bens Geburtstag oder seine Wochenstunden in seinem Profil eintragen. Glückwunsch! Sie können nun in Ihrem Personio-Account Bewerber verwalten. Happy Recruiting!